Hallo Leute, herzlich willkommen zum dritten Spiel in der Black Mirror-Reihe hier auf meinem Kanal, nämlich Black Mirror 3. Soweit ich weiß, hat dieses Spiel keinen zweiten, also so einen Untertitel oder so, hat es nicht. Und wie schon der Vorgänger ist dieses Spiel ab 16 Jahren. Der erste Part war ab 12, der zweite ab 16 und dieser hier ist auch ab 16. Und erschienen ist das Ganze 2011. Der Publisher war damals DTP Entertainment, die es ja leider nicht mehr gibt. Entwickelt wurde, wie wir schon gesehen haben, von Cranberry Productions. Es ist natürlich ein Point-and-Click-Adventure. Es ist gemacht mit der Vision Engine. Und es wird garantiert wieder ultra düster, denn die letzten beiden Black Mirror Spiele, die wir gespielt haben, solltet ihr es noch nicht gesehen haben, ich nenne es mal so, hatten kein Happy End. Mal gucken, ob der dritte Teil der Trilogie hier eine Ausnahme bildet und ob es hier wieder um das Geschlecht der Gordons geht oder mal um was ganz anderes. Wir werden es sehen und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich gehe mal nur kurz in die Optionen und guck mal. Dort lasse ich mal Soundeffekte, Sprache am lautesten, Lautstärke, Umgebung, Musik. Ich lasse das mal so. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Spiel. Standard-Mauszeiger verwenden, Software-Maus. Okay, ich würde sagen, wir lassen das so, wie es ist und starten ein neues Spiel. Und ich wünsche euch und mir viel Spaß. Sie da! Was haben Sie hier verloren? Helfen Sie mir, ich werde verfolgt! Sie sind hinter mir her! Sie wollen mich umbringen! Der Orden! Die Akademie, sie ist eingestürzt! Meine Schwester und meine Mutter sind tot! Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Das wollte ich gerade sagen. Das ist der Kerl, den wir suchen. Dieser Ami. Was? Na, was für ein Zufall. Mr. Michaels, ich verhafte Sie wegen des Verdachts, Miss Amanda Valley ermordet zu haben. Und vermutlich auch wegen Brandstiftung. Was? Nein! Constable, abführen! Inspektor, ich glaube, ich habe Sie gefunden. Shit! Ruf die Kollegen, hier ist nichts mehr zu machen. Sie hat sich doch nicht selbst... Wieso nicht? Vielleicht war ihr kalt und da hat sie sich ein bisschen angezündet. Scheiße, Mann! Sie wurde verdammt nochmal ermordet! Hab ich es nur mit Holzköpfen zu tun? Egal. Spuren werden wir wohl keine mehr finden. Es hat die ganze Nacht geregnet. Du bleibst hier und wartest auf die Kavallerie. Ich werde mich im Dorf umhören. So früh schon Bier, Herr Inspektor. Ich bin dienstlich hier, Tom. Ich weiß nicht, ehrlich. Mein Bruder Bobby ist mein Zeuge. Kennst du Amanda Valley? Leider ja. Der schuldig noch Kohle. Lass stecken und kauf ihr einen Kranz dafür. Ey, Kacke, wieso? Ist sie tot? Kann man so sagen. Verbrannt. Vermutlich gestern Abend zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Wo warst du da? Hey, Inspektor, du weißt, dass ich niemanden umbringen würde. Hä? Schon gar nicht wegen ein paar lausiger Kröten. Ich war mit Bobby unterwegs in einem Vergnügungspark. Elton Towers oder so. Sind erst ziemlich spät nach Hause gekommen und dann gleich ins Bett. Weißt du, ob Miss Valley Feinde hatte? Außer den Gordons? Die Gordons? Na, ihr Bruder wurde damals von diesem Samuel aufgeschlitzt. Das war noch vor deiner Zeit hier. Seitdem hasst sie diese Sippe wie die Pest. Hast du mal ihre Wohnung gesehen?
Die ist total irre, sag ich dir. Sonst noch ein Tipp? Hast du diesen Ami schon gesehen, der hier seit ein paar Tagen rumschleicht? Dem würde ich mal auf die Finger gucken. Ich glaube, der hat Dreck am Stecken. Vor ein paar Tagen hat er sich vor dem Pub mit der Valley unterhalten. Na, und mich hat er nach Einbruchswerkzeug gefragt, hä? Keine Ahnung, wie er gerade auf mich kommt. Aber das klang schon sehr verdächtig. Heilige Scheiße. Die ist wirklich noch nicht drüber weg. Was haben wir denn hier? Interessant. Aha. Darren Michaels, Biddeford, Maine, letzte Woche. Ich verwette meine Eier, dass das der Ami ist, den Tom erwähnt hat. Inspektor! Inspektor! Das Schloss brennt! Na klasse. Als ob eine verbrannte Leiche nicht schon genug wäre. Mal los! Hören Sie mir doch erstmal zu, Mann! Sie können doch nicht einfach... Los zum Auto. Mit einer glimmenden Fackel am brennenden Schloss erwischt. Wenn das nicht meine Fahrkarte aus dem Dreckscaf hier ist, dann weiß ich auch nicht. Drei Wochen später. Sie haben sich also in diese Frau verliebt. Angelina. In Angelina verliebt, ohne zu wissen, dass sie ihre Schwester war. Sie hat sie nach England gelockt, nach Black Mirror Castle, in das Schloss ihrer Ahnen, um sie als Schlüssel zu benutzen für ein altes Ritual. Das habe ich doch richtig verstanden, nicht? Bitte seien Sie so nett und legen das Feuerzeug weg, in Ordnung? Sie sagten, es ging dabei um einen Fluch, Adrian? Sagen Sie es mir. Ich weiß nur, dass ich mein Blut auf ein Buch geträufelt und unverständliche Worte vorgelesen habe. Und dann, zack, schwarz um mich herum. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, sind Geräusche im Wald hinter mir, die näher kommen. Alles in allem ein Albtraum erster Güte. Wahrscheinlich hat das Ritual funktioniert und jetzt bin ich besessen von einer jahrhundertealten bösen Seele, die meinen Körper nach ihrem Willen lenkt. Sie glauben, eine zweite Seele in sich zu tragen? Oh, Adrian, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Aber glauben Sie mir, niemand ist verflucht. Kinder glauben immer, dass sie schuld an dem sind, was die Erwachsenen erleiden. Diese Schuldgefühle haben sich in ihre Seele eingebrannt. Also, wie war es für Sie, Ihre leibliche Mutter nach all den Jahren zu treffen? Sie meinten, Sie hätten nicht viel Zeit gehabt, um mit ihr zu reden. Nein. Sie wurde von Angelina als Geisel genommen und kurz darauf starben sie dann beide. Sie sind in den Abgrund gestürzt, im Ritualraum. Im Ritualraum, genau. Und Ihre Pflegemutter in Amerika, konnten Sie sich mit ihr noch einmal aussprechen? Nein. Sie lag im Koma, bevor sie starb. Na gut. Vielleicht sollten wir die düsteren Geschichten mit den Frauen in ihrer Familie erst einmal ruhen lassen und uns nicht ganz so dunklen Dingen zuwenden. Reden wir über ihren Vater. Moment noch, Constable. Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht könnten wir das Thema auf morgen verschieben. Wie Sie wollen. Ich will ja nicht drängeln, aber der Inspektor hat etwas Wichtiges mit Mr. Michaels zu besprechen. Und Sie wissen ja, wie der Inspektor ist. Es geht wohl um die Kaution. Ist sie ihm immer noch nicht hoch genug? Es gibt doch sowieso niemanden, der auch nur ein Penny für mich ausgeben würde. Sagen Sie das nicht. Na dann, Doc, haben Sie 5000 Pfund übrig? Naja, also... Das darf ich gar nicht, Adrian. Ich bin Ihre behandelnde Ärztin. Mr. Michaels, kommen Sie jetzt bitte. Falls Sie noch etwas zu besprechen haben, Adrian, ich bin die meiste Zeit hier. Und Zack, richten Sie dem Inspektor aus, er soll sich an die abgemachten Zeiten halten. Ich platze auch nicht rein, wenn er gerade ein Verhör führt. Ja, Ma'am. Ich sag's ihm, ganz bestimmt. Na,
Wie geht es deiner geschundenen Brandstifterseele? Wird sie auch schön von der lieben Frau Doktor getätschelt? Ich hoffe, du siehst jede Nacht die brennenden Gesichter der vier armen Seelen, die du auf dem Gewissen hast. Danke der Nachfrage. Weißt du was? Ich habe langsam keine Lust mehr, mich mit dir rumzuärgern. Am liebsten würde ich dich abschieben lassen. Sollen sich doch deine Landsleute deine Märchen anhören. Aber leider geht das nicht. Wenn sie ordentlich ermitteln würden, hätten sie längst Beweise für meine Märchen gefunden. Und jetzt sagt der Verbrecher mir auch noch, wie ich meinen Job zu machen habe. Constable Zack ist 2 Tage lang durch die dämliche Kanalisation gerannt. Und was hat er gefunden? Nichts. Der ach so geheimnisvolle Orden von Miss Valley. Pustekuchen. Von dem hat hier niemand etwas gehört. Die hatten einen Versammlungsraum in der Mine. Und Victoria weiß darüber auch Bescheid. Versammlungsraum? Dass ich nicht lache! Da hat Miss Valley Vorlesungen gehalten über diese verfluchte Gordon-Sippe. Und die alte Schachtel spricht nicht mehr seit dem Brand. Gordon-Sippe? Alte Schachtel? Hören Sie auf, so über meine Urgroßmutter und meine Familie herzuziehen. Deine Familie? Naja, eigentlich würdest du gut zu den Irren passen. Alles klar. Kann ich jetzt wieder in meine Zelle? Leider muss ich dich aus dem Paradies rausschmeißen. Jemand hat deine Kaution gestellt. Wie war das? Wer? Scheint jedenfalls kein Freund von dir zu sein. Wollte anonym bleiben. Na egal, hol deine Sachen und hau ab. Aber nicht zu weit, sonst muss ich eine Fahndung ausschreiben. Wäre so ziemlich das Dümmste, was dir passieren könnte. Das glaube ich sofort. Umso besser. Dann kannst du jetzt brav deine Sachen aus deinem Apartment holen. Hallo Leute. Dieses Tippsystem gibt dir zu Beginn des Spiels Informationen zur Bedienung. Möchtest du keine Hinweise erhalten, deaktiviere die zusätzliche Hilfe im Optionsmenü. Ach nee, wir lassen das mal. Leute. Inspektor Spooner, ist das... Du bist wohl so ein Trottel. Okay. Kauf dir erstmal eine Uhr, die richtig gut funktioniert. Tja, Leute. Mit diesem heftigen Story-Part sind wir zurück bei Black Mirror. Und ich habe es ja nicht glauben können. Wir spielen wieder Darren/Adrian. Und es beginnt wohl da, dieses Spiel, wo das letzte geendet hat. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er wäre umgekommen am Ende vom letzten Spiel. Okay. Den Spooner schauen wir mal an. Das ist Chief Inspector Spooner. Der Mann, der mir die letzten 3 Wochen das Leben zur Hölle gemacht hat. Ein wahrer Sonnenschein. Naja, Ironie off. Wir können mit Spooner sprechen, das machen wir vielleicht nachher. Akten. Das Polizeiarchiv. Es gibt relativ wenig Akten, aber viele davon sind mit Gordon beschriftet. Apropos Gordon, hier hängt Samuel. Okay, Inventar ist immer noch hier unten. Bekanntes Spieleprinzip. Wasserbehälter. Kaffee wäre mir jetzt lieber. Kann ich verstehen. Kann ich sowas von verstehen. Stahlstrang. Soviel ich weiß, gibt es hier keine Asservatenkammer. Gesammelte Indizien und Beweismittel werden in diesen Spinden aufbewahrt. Sie sind grundsätzlich verschlossen. Das ist grundsätzlich mal sinnvoll. So, da geht's zu den Zellen. Kommandozentrale. Die Notrufzentrale. Wie man sieht, ist sie rund um die Uhr besetzt. Constable Zack. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Ja, aber das ist jetzt wirklich kein Fehler. Kopierer? Ein Kopierer. Sieht im Vergleich zum restlichen Mobiliar recht modern aus. Zum Dorfplatz, da wollen wir mal noch nicht hin. Ventilator. Der hängt da bestimmt nur zur Dekoration. Bei dem Wetter hier. Okay. Stolperpfeile, okay. Dann würde ich mal mit dem Inspektor Spooner ja sprechen wollen. Wäre jetzt übertrieben. Ah, hier, Hotspot-Anzeige. Ah. Mit dem Kopierer ist irgendwas. Was ist das? Kaffee. Kalter Kaffee.
Ah, okay. Und mit Leertaste gibt es auch eine Hotspot-Anzeige. Das ist schön. Hier sind nämlich Schlüssel. Ich schätze, das sind die Zellenschlüssel. Mal abgesehen davon, dass hier jeder bemerken würde, wenn ich sie mitnehme, ist meine Zelle eh offen. Tja, ich schätze mal, du schätzt richtig. So, dann reden wir. Haben wir noch was? Nee, dann reden wir mal mit dem Inspektor. Herr Inspektor, hätten Sie mal eine Sekunde? Mach's kurz. Bei den Optionen, die wir hier unten haben, glaube ich nicht, dass wir es kurz machen. Gut, fangen wir mal an mit Darren. Warum mögen Sie mich nicht? Ich Bulle, du Bösewicht. Kommen Sie, etwas Freundlichkeit hat noch keinem geschadet. Miss Valley war freundlich. Ich war das nicht. Wie oft denn noch? Er glaubt dir immer noch nicht, Darren. Also er heißt wohl wieder offiziell Darren und nicht Adrian. Das ist so der Zweitname. Miss Winterbottom. Meine Ärztin, Dr. Winterbottom, wohnt sie schon lange in Willow Creek? Ist vor 10-12 Jahren hergezogen. Und aus welchem Grund? Wegen der Morde damals? Frag sie doch selbst. Aha. Inspektor Spooner, bringen wir es hinter uns und reden über dich. Was hat sie eigentlich hierher verschlagen? Wüsste nicht, was dich das angeht. Ja, du bist einfach ein klassisches Sackgesicht, würde ich sagen. Constable. Was ist mit ihrem Partner? Scheint schwer beschäftigt zu sein, der Gute. Zack? Das ist nicht mein Partner, sondern mein Constable. Und ja, er hat viel zu tun, also stör ihn nicht. Das kann ich nicht versprechen. Kaution. Und Sie wissen wirklich nicht, wer meine Kaution gezahlt hat? Die bezahlt man beim Richter, nicht bei mir. Ich habe nur ein Schreiben vom Gericht bekommen, dass ich dich laufen lassen soll. Willow Creek. Wahrscheinlich beantwortet er keine Fragen so wirklich richtig. Das Dorf hier, Willow Creek. Gibt es hier viele Verbrechen? Oh, erst seitdem du hier aufgetaucht bist. Das heißt, vorher war es ruhiger? Nicht mal ein Ladendiebstahl? Nur das übliche Dorfleben. Schlägereien, Vergewaltigung und betrunkene Autofahrer. Ah, also quasi tote Hose. Quasi. Familie Gordon. Haben Sie mittlerweile irgendwas zu meiner Familienzugehörigkeit herausgefunden? Ja. Ich habe hier die Kopie einer Geburtsurkunde von Darren Michaels, geboren am 27.02.1970 in Boston, Massachusetts. Und was ist mit Adrian Gordon? Der ist immer noch tot, liegt in der Gordon-Gruft, und zwar seit dem 12.03.1973. So steht's auf der Sterbeurkunde, ausgestellt von Dr. Heinz Herman. Todesursache, Verbrennungen 5. Grades. 5. Grades? Mit anderen Worten, da ist nur noch Asche übrig. Wie praktisch. Das war's erstmal. Ich behalte dich im Auge. Ja, ich dich nicht, weil es ist kein hübscher Anblick. Constable Zack. Kann ich kurz stören? Nein. Na dann nicht, Constable. Constablechen. Was ist mit dem Kopierer eigentlich? Ein Kopierer. Sieht im Vergleich zum restlichen Mobiliar recht modern aus. Es ist wieder so, dass wenn man was anklickt, was jetzt nicht so wichtig ist, dann verschwindet die Hotspot-Anzeige. Ansonsten bleibt sie. Gehen wir mal zur Zelle zurück. Die Leertaste zeigt dir alle verfügbaren interaktiven Punkte einer Szene. Das hatte ich ja schon herausgefunden oder wusste ich auch von den früheren Spielen. So, wow, gibt's hier viel. Gulli. Der Weg in die Freiheit? Er zum großen Bruder vom kleinen Scheißhaufen. Okay. Wenn du alle Informationen zu Gegenständen im Spiel erhalten hast, verliert sie ihre Interaktivität. Genau, das habe ich ja auch schon festgestellt. Und Kacheln. Verranste Kacheln. Warum sollte der Fußboden besser aussehen als der Rest? Waschbecken? Das Waschbecken. Auch genannt Ersatzklo. Igitt. Hier ist nämlich das richtige Klo. Im Vergleich zu diesen Toiletten ist eine Müllhalde steril. Oh, da sitzt sogar jemand, Matt. Okay. Bett. Seit ich hier bin, war das obere Bett nie belegt. Nur in der Nachbarzelle ist ab und zu mal jemand.
Matt zum Beispiel. Oh, Kopfkissen. Auf diesem Kopfkissen, in diesem unbequemen Bett, habe ich die letzten 3 Wochen geschlafen. Mittlerweile riecht es gar nicht mehr so streng. Oh Mann. Was ist das? Graffiti. Meine Lektüre der letzten 3 Wochen. Die geistigen Ergüsse meiner frustrierten Vorgänger. Und du hast nichts Geistiges hinzugefügt? Fenster? Süßer Vogel Freiheit, ich komme. Aber warum, ist doch die Frage Spülung. Wäre schön, wenn die funktionieren würde. Hoffentlich funktioniert zumindest das hier. Gut, dann haben wir noch unseren Spind. Warum es in einer Zweierzelle nur einen Schrank gibt, weiß wohl nur die Polizei von Willow Creek. Weil nicht genug Platz ist, vermute ich. Oho. Mein Bleistift? Aber wo ist mein Tagebuch? Gute Frage. Um Gegenstände im Inventar anzusehen oder zu benutzen, klicke mit der rechten Maus, zieh mit der rechten Maustaste an. Einer der wenigen Gegenstände, die ich mit in meine Zelle nehmen durfte. Ein Bleistift. Oh, noch ein. Du warst der Spind war offen und mein Tagebuch ist nicht hier drin. Verdammt. Verdammt. Wir müssen unser Tagebuch finden. Aber ich würde sagen, wir fragen Matt danach, aber das machen wir dann erst am Anfang vom nächsten Part, von Part 2 von Let's Play Black Mirror 3. Huh, viele Zahlen. Und geht zumindest schon mal äußerst spannend los und ich hoffe, ihr findet es auch spannend und schaltet im nächsten Part wieder rein. Bis dann. Ciao.